Und ich habe Ihnen das ja vorhin schon versprochen, hier mit dem kleinen Ritt durch die Bundesländer innerhalb von Deutschland. Und das haben wir ja vor, bevor wir in den Bundestag gegangen sind, schon sehr intensiv gemacht. Und dann bleiben wir gerne auch dabei bei den ganzen Kabinettssitzungen, die heute im Land stattgefunden haben. So auch in Brandenburg. Da hat sich auch die Regierung zusammengeschaltet und sich ausgetauscht über die Lage, die Corona-Lage im Land. Vor allem die Situation der Krankenhäuser ist da sehr, sehr angespannt. Dort viele Corona-Patienten. Patienten auf den Intensivstationen. Deswegen hatte die Regierung jetzt beschlossen, dass alle Clubs und Diskotheken geschlossen werden soll. Und der Ministerpräsident von Brandenburg hat das so insgesamt begründet. Ich bin froh, dass die neue Bundesregierung in der letzten Woche deutlich gemacht hat in der Ministerpräsidentenkonferenz, dass auch sie, genau wie die vorhergehende Bundesregierung, mit großer Entschlossenheit zur Pandemiebekämpfung bereit ist, dass sie die entsprechenden Weichen gestellt hat, dass ein Expertenrat seine Arbeit aufnehmen wird, um hier den entsprechenden wissenschaftlichen Input für die notwendigen Maßnahmen zu geben und damit auch die notwendige Sicherheit für die Maßnahmen. Aber dass es auch einen Krisenstab im Kanzleramt gibt, der vor allen Dingen ein Problem zu lösen hat, das ist nämlich die Frage zu klären, wie viele Impfstoffe stehen sicher und zuverlässig zur Verfügung und wie können diese Impfstoffe möglichst schnell zu den Menschen gelangen, die sie brauchen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr froh. Das ist die eine Seite, die Bundesebene mit dem neuen Bundesgesundheitsminister, mit dem Bundeskanzler. Auf der anderen Seite kommt es natürlich weiterhin darauf an, dass die Landesebene entschlossen, geschlossen und vor allen Dingen auch mit den richtigen Maßnahmen weiter vorangeht. Und ich habe mir heute mal die Statistik ein bisschen genauer angeguckt, speziell die Statistik, die unsere Krankenhäuser betrifft. Und wir haben in Brandenburg in den letzten 14 Tagen eine Belegung in den Krankenhäusern mit Covid-Patienten, die ist um mehr als 40% gestiegen. 40% zusätzliche Belegung innerhalb von 14 Tagen. Das zeigt, wie gefährlich dieses Virus nach wie vor ist. Und das zeigt auch, dass die Inzidenz, wo wir ja momentan Zahlen haben, die doch eher auf eine Seitwärtsbewegung hindeuten, obwohl es natürlich große statistische Unsicherheiten dabei gibt, dass diese Inzidenz uns nicht ruhig machen sollte, sondern dass wir weiter mit großer Entschlossenheit die Maßnahmen ergreifen müssen, die wir ergreifen können. Und ich bin froh, dass wir es geschafft haben, auch gemeinsam mit den Landkreisen und den Oberbürgermeistern das Impfen in Brandenburg noch mal auf ein neues Niveau zu heben. Ich glaube, davon kann man sprechen. Wir sind jetzt in einer Zahl von mehr als 170.000 Impfungen innerhalb von 7 Tagen. Das ist ein Niveau, das wir, glaube ich, vorher in dieser Art und Weise fast noch nie erreicht haben. Und da möchte ich mich auch hier bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben. Wir haben mit dem Impfgipfel vor mehreren Wochen da die richtigen Grundlagen für gesetzt. Wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Und vor allen Dingen ist es ja nicht nur wichtig, die Entscheidungen zu treffen, sondern wichtig ist, dass diese Entscheidungen dann auch vor Ort umgesetzt werden und damit vor Ort auch die entsprechenden Impfangebote geschaffen werden, um den Menschen möglichst schnell diese Möglichkeit zu geben, sich impfen zu lassen. Wir werden weiterhin eine große Entschlossenheit im Kampf gegen die Pandemie brauchen. Wir brauchen auch im Land Brandenburg große Solidarität. Wir müssen immer daran denken, dass wir jetzt, da viele sich auch auf Weihnachten vorbereiten, verständlicherweise, dass die Menschen im Gesundheitssystem in diesem Jahr vor sehr, sehr schwierigen Weihnachten stehen. Speziell die Menschen, die sich auf Intensivstationen um Menschen kümmern müssen, die schwer erkrankt sind. Und da geht es ja nicht nur um die Corona-Patienten, sondern es geht ja auch um andere Menschen, die versorgt werden müssen. Menschen, die einen Verkehrsunfall hatten, Menschen, die einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatten. Und deswegen
stehen diese Menschen gerade in diesem Jahr vor ganz besonderen Herausforderungen. Und ich persönlich fürchte, dass diese Herausforderungen in den kommenden Tagen und Wochen noch deutlich größer werden, als sie bisher schon sind. Und deshalb ist es auch unsere Pflicht gegenüber diesen Menschen, gegenüber denen, die jeden Tag für andere da sind, die andere pflegen, die Menschen helfen, die um ihr Leben kämpfen. Es ist unsere Pflicht, diesen Menschen beizustehen und das unsere zu tun, um den Druck auf das Gesundheitssystem, den Druck vor allen Dingen auf die Intensivstationen der Krankenhäuser zu verringern.